Hier werde ich anhand des Beispiels der Folge an gleich Wurzel n mal n plus 5 minus n zeigen, wie man einen Konvergenzbeweis für eine mathematische Folge führt. Dabei versuche ich besonders auf die Struktur der Lösung einzugehen und diese in drei Teile zu gliedern. Um die Konvergenz einer Folge zu zeigen, ist es hilfreich, nochmal die Definition der Konvergenz zu wiederholen. Bekanntlich ist diese so formuliert. Es konvergiert eine Folge an gegen einen Grenzwert a genau dann, wenn für jede betragsmäßig noch so kleine reelle Zahl epsilon es eine natürliche Zahl groß n gibt, sodass der Abstand zwischen der Folge an und a kleiner als epsilon ist. Diese Definition gibt uns die Beweisstruktur dann schon vor. Wir betrachten eine beliebige reelle Zahl epsilon größer 0. Diese muss ja bei unseren Beweisschritten einen beliebigen Wert annehmen können, denn sonst wäre der Beweis nicht für alle Epsilon größer 0 gültig. Wir wählen dann eine natürliche Zahl n und begründen gegebenenfalls, warum diese existieren muss, doch hierzu später mehr. Anschließend betrachten wir eine beliebige natürliche Zahl klein n, die größer als unser gewähltes Groß n sein soll. Zuletzt zeigen wir dann durch Umformungen, dass der Betrag der Differenz von dem Folgenglied a klein n und dem Grenzwert a kleiner als ein beliebiges Epsilon sein soll. Wir wollen diese Struktur nun anhand einer konkreten Beispielaufgabe beleuchten. Konvergiert die Folge an gleich Wurzel n mal n plus 5 minus n und wenn ja, gegen welchen Grenzwert? Um auf die Lösung zu kommen, kann man nun drei Schritte machen. Zunächst werden wir versuchen, den Grenzwert der Folge zu bestimmen. Dann versuchen wir, die notwendigen Beweisschritte herauszufinden, um letztlich den Beweis nach der obigen Struktur zu formulieren. Um den Grenzwert zu finden, fragen wir uns, ob die Folge an gleich Wurzel n mal n plus 5 minus n überhaupt konvergiert. Und wenn ja, was ist der Grenzwert? Wir können, um dies herauszufinden, zum Beispiel große Folgenglieder von an berechnen. So wird von a 10.000 bis a 1 Million der Abstand der Folge zum Wert 2,5 immer geringer. Dies können wir auch an der Grafik erkennen. Die Folge nähert sich für größere n immer mehr dem Wert 2,5 an. Gehen wir also davon aus, dass die Folge an gegen 2,5 konvergiert. Wichtig ist hierbei, dass diese Argumentationen nicht die Bedingungen eines formalen Beweises erfüllen. Kommen wir nun dazu, die nötigen Beweisschritte herauszufinden. Wir könnten versuchen, den Ausdruck Betrag von an minus a ist Betrag von Wurzel n mal n plus 5 minus n minus 2,5 zu vereinfachen und kleiner als epsilon zu setzen, um dann eine Bedingung für n zu finden. Bei dieser Folge ist dies jedoch sehr sperrig. Stattdessen werden wir versuchen, an umzuschreiben. Wir verwenden hier einen oft genutzten Trick, nämlich die dritte binomische Formel, um die Wurzel wegzubekommen. Wir multiplizieren hierfür die Folge an mit dem Ausdruck Wurzel n mal n plus 5 plus n durch Wurzel n mal n plus 5 plus n. Wir erweitern die Folge an, also einfach. Wir erhalten dann das Quadrat von der Wurzel n plus 5, was ja n mal n plus 5 ist, und das Quadrat von n, was n Quadrat ist, im Zähler. Dies multiplizieren wir aus und erhalten n Quadrat plus 5n minus n Quadrat. N Quadrat minus n Quadrat ist 0. Anschließend schreiben wir n als Quotient 1 durch n in den Nenner und multiplizieren hier mit dem Distributivgesetz. 1 durch n können wir auch als Wurzel von 1 durch n Quadrat schreiben und so erhalten wir, wenn wir alles ausmultiplizieren,
die Wurzel von 1 plus 5 durch n plus 1 im Nenner. Wir haben an also zum Ausdruck 5 durch 1 Wurzel 1 plus 5 durch n plus 1 umgeformt. Die Konvergenz dieses Ausdrucks zu zeigen, sieht auf den ersten Blick auch nicht einfacher aus als die ursprüngliche Form von n. Dass diese aber einfacher nachzuweisen ist, liegt an einem Grenzwertsatz. Hat man zwei konvergente Folgen bn und cn mit Grenzwerten b und c, so ist der Grenzwert von bn durch cn gleich b durch c, solange die Folge cn ungleich 0 ist für alle n, die größer gleich dem Groß n sind, und der Grenzwert c darf nicht 0 sein. Diesen Grenzwertsatz dürfen wir auf unser an anwenden, denn wir definieren die Folge bn als konstante Folge 5. Diese hat ja offensichtlich den Grenzwert 5. Und wir definieren cn als Wurzel 1 plus 5 durch n plus 1. Es ist hier leicht zu sehen, dass diese niemals 0 ist, da am Ende plus 1 mit addiert wird. Wir müssen jetzt den Grenzwert von cn bestimmen. Hier könnten wir wieder große Zahlen einsetzen, jedoch sieht man auch intuitiv, dass cn den Grenzwert 2 besitzt. Denn der Ausdruck 5 durch n geht für sehr große Zahlen, nähert er sich dem Wert 0 an. Also bleibt noch über in etwa Wurzel 1 plus 0 in der Wurzel plus 1 und dieses etwa 2. Der Ausdruck cn minus c im Betrag der Wurzel 1 plus 5 durch n plus 1 minus 2 im Betrag ist, soll ab einer natürlichen Zahl n kleiner als ein beliebig gewähltes Epsilon sein. Die Idee ist nun, durch Äquivalenzumformungen diesen Ausdruck umzuformen, sodass wir eine Bedingung für n erhalten. Also n ist größer als eine durch die Äquivalenzumformung gefundene Ausdruck. Denn dann folgt durch die Äquivalenz, dass auch cn minus c kleiner als Epsilon ist. Zunächst ist Wurzel 1 plus 5n minus 1 immer größer als 0, da Wurzel 1 plus 5 durch n größer ist als 1, also können wir die Betragsstriche weglassen. Wenn wir die Äquivalenzumformungen umführen, addieren wir erst plus 1. Dann quadrieren wir beide Seiten und erhalten 1 plus 5 durch n ist kleiner als Epsilon Quadrat plus 2 Epsilon plus 1. Nun ziehen wir auf beiden Seiten 1 ab und erhalten 5 durch n ist kleiner Epsilon Quadrat plus 2 Epsilon. Nach zwei weiteren Multiplikationen erhalten wir n ist größer als 5 durch Epsilon Quadrat plus 2 Epsilon. Und nach dem archimedischen Axiom finden wir für jedes Epsilon größer 0 tatsächlich eine natürliche Zahl n, die größer ist als dieser Ausdruck. Wenn dann n auch größer ist als 5 durch Epsilon Quadrat plus 2 Epsilon, folgt dann durch die Äquivalenzen, dass der Betrag von cn minus c, der ja Wurzel 1 plus 5 durch n minus 1 ist, kleiner ist als Epsilon, also konvergiert cn. Wir sind dann mit den Vorbereitungen für den Beweis fertig und kommen schließlich zum formalen Beweis. Wir wählen ein Epsilon größer 0. Dieses darf beliebige Werte annehmen. Nach dem archimedischen Axiom gibt es für jedes Epsilon größer 0 eine natürliche Zahl n, die größer ist als 5 durch Epsilon Quadrat plus 2 Epsilon. Nun wählen wir ein klein n mit beliebigem Wert größer gleich der natürlichen Zahl groß n. Dann ist aufgrund der Äquivalenz, die wir vorher gezeigt haben, und diese sollte man im Beweis nochmal formulieren, der Betrag von cn minus c tatsächlich kleiner als Epsilon, da wir n größer als 2 durch Epsilon Quadrat plus 2 Epsilon gewählt haben. Wir haben hier also gezeigt, dass die Folge cn gegen den Wert 2 konvergiert.
Zudem konvergiert für alle n größer gleich dem Groß n die konstante Folge 5 auch gegen 5. Die Folge bn erfüllt ja sehr offensichtlich das Epsilon-Kriterium. Weil cn ungleich 0 ist für alle n größer gleich n und c auch nicht 0, also der Grenzwert c auch nicht 0 ist, gilt für die Konvergenz der Folge an nach dem Grenzwertsatz, dass der Grenzwert der Folge an der Quotient der Grenzwerte von bn und cn ist und somit konvergiert an gegen 5 durch 2, also gegen 2,5.